Hallo ihr Lieben, hier ist die Andrea von Stempel & Co. und es gibt ein weiteres Video, kreativ ins Wochenende. Ich hatte diese, sagen wir, Karte, Mini-Album, wie ihr es nehmen wollt, vor langer Zeit, vor Corona auf jeden Fall, mal in einem Workshop gebastelt und es ist mir jetzt gerade wieder in die Hände gefallen und ich dachte mir, das wäre perfekt für das nächste kreativ ins Wochenende. Verschlossen ist das Ganze mit einem Band. Und sicherlich kennt der ein oder andere diese Art von Funfold-Karte. Ja, man kann es aufstehen. Ich habe hier die Fotos vom 50. und 18. Geburtstag von meinem Sohnemann. Haben wir miteinander gefeiert, hier eingeklebt. Und jetzt zeige ich euch, was ich verwende. Und dann legen wir auch schon los. So. Ich habe mir das Designpapier Rustikaler Charme ausgesucht, ist im August in der Designpapieraktion mit 15% Rabatt. Schlagt zu. Dann habe ich hier schon ein bisschen was vorgearbeitet. Ich arbeite hier in Abendblau und Boho-Blau, habe dann dazu auch das Boho-blaue Band, Stempel auch in Boho-Blau und habe mir zweimal Stempel aus dem Exklusiv Online. Ich habe mit dem Art Off Art and Textur schon ganz oft gestempelt. Ich mag das für Hintergründe total gern. Und noch mehr Wünsche ist perfekt, um so eine Bordüre zu gestalten. So, ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem Zuschnitt. Dazu braucht ihr einen Bogen A4, euren Papierschneider und wir legen los. Wir brauchen die 21 in der Höhe, aber wir benötigen nur 28 in der Länge. Das heißt, wir schneiden uns hier das Ganze mal bei 28 ab. Aufheben, super für kleine Sprüche zum Bestempeln. Dann geht es auch schon los. Wir falzen bei 7 cm, bei 14 cm, bei 21 und dann sind wir hinten auch schon bei der 28 angelangt. Ja? Wir haben immer 7 cm Abstände und jetzt müssen wir nochmal falzen. Das heißt, ich lege mir das hier hinten bei 3,5 an. Wir brauchen praktisch die Hälfte von einem Feld und ich hole meine Falzklinge, lege sie mir auf 7 cm und falze bis 14. Das ist hier in dem Papierschneider super, weil man es hier außen sieht. Das heißt, wir haben jetzt hier nochmal so eine Falz gezogen. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Also bei 3,5 anlegen, Falzklinge bei 7 cm anlegen und falzen bis 14 cm. So. Ja, 28, 21, 7, 14, 21, bei 3,5 angelegt. An beiden Seiten und nochmal. Und jetzt drehen wir das Ganze um. Die 21 liegt um. Wir legen uns hier bei 7 cm wieder an. Und jetzt schneiden wir von der gezogenen Falz bis zur anderen gezogenen Falz, ja, die bei 3,5 angelegt war. Das heißt, ich lege mir meine Klinge hier bei 3,5 an oder halt einfach in die Falz und ziehe das Ganze nach unten bis zur nächsten Falz. Bei 24,5 liegt die dann. So. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal. Also ich drehe um, damit ich wieder bei 7 cm anlegen kann. Von der oberen Falz zur unteren Falz oder andersrum. Ich habe meine Klinge jetzt schon unten. Das heißt, ich fahre jetzt einfach nach oben. Und dann sieht man das Ganze so aus. Ja? Ich habe von der 3,5 bis zu der 3,5, die ich angelegt habe und gefalzt habe, eine Falz gezogen. So. Ich lasse es erst noch so liegen, weil dann kann ich nämlich prima stempeln und bekleben. Es wird dann später gefalzt. Ich habe jetzt hier, ich beklebe alles und stempel dann, oder wir können auch. Ich habe nämlich Farbkarton zugeschnitten,
6,7 x 6,7. Das ist 3 mm kleiner als wie unsere Felder. Die kann ich mir mal verteilen. Und ich habe auch noch in 6,7 x 3,2 für die kleinen Teile. So. Dann habe ich mir die Stempel schon auf meinen Block gezogen und ich stempel innen jetzt mit Boho Blau. Bedeutet, ich würde mir die Farbkarton hier stempeln. Ich lege mir das Ganze, Moment, ich kann es ja wegtun hier. Ich schiebe es praktisch nach oben und die lege ich mir einfach so nebeneinander. Dann brauche ich kein Schmierblatt. Einmal Stempelfarbe. Und dann kann ich nämlich gleich über den Rand stempeln, ohne dass ich was unterlege. Ja? Hier schiebe ich einfach auf die andere Seite und stempel nochmal. Muss auch gar nicht gerade sein. Dann haben wir hier noch die Kleckse. Da mache ich es genauso. Und dann brauchen wir hier noch. So, dann haben wir schon mal den Farbkarton, der reinkommt, bestempelt. Und wenn wir jetzt hier schon außen haben, unseren Stempelkissen und unsere Stempel, dann mache ich auch gleich den Farbkarton für den Einband. Hier sind wir bei 7 x 21, es wird genau abgedeckt dann später. Und hier gleiches Spiel. Ich lege sie mir nebeneinander. Und stempel einfach wahllos. Das Ganze wieder drehen. Und einmal von vorne. So. Dann machen wir noch ein paar Kleckse. So. Wenn es euch reicht, ist okay. Ansonsten einfach nochmal nachstempeln oder mehr stempeln. Das heißt, ich lege die auch zur Seite und dann habe ich mir einen ganz schmalen Streifen geschnitten in 3,5 auch mal 21, um mir alles Liebe für dich aufzustempeln. So, kleiner Tipp hier. Wir haben hier das Für. Das hat diese Pünktchen obendrauf und das heißt, es ist ein bisschen höher wie die anderen Wörter. Bedeutet, wir beginnen zu stempeln mit dem Für. Ihr könnt euch ganz einfach die Stempel auflegen. Dann wisst ihr ungefähr, wo ihr platzieren müsst. Bloß, dass ihr wisst ungefähr vom Abstand her und dann seht ihr auch, wo ihr ausrichten müsst. Also ich richte mich an der unteren Kante hier aus. Aber so weiß ich jetzt ungefähr, wo mein Für sein muss. Also auch in Boho Blau. Und ich orientiere mich an der unteren Kante und stempel auf. Und jetzt kann ich praktisch von da aus weiterarbeiten. Jetzt habe ich natürlich wieder gekleckst, sehe ich gerade. So. Die Liebe. Unten ausrichten, gucken, dass er genug Abstand zwischen den Wörtern hat und im Idealfall gerade stempeln. Aber das ist gar nicht so einfach, wenn ich das nicht so nah habe. Ja, ich hab's. Wir haben eine zweite Seite. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege.
wenn ich so weit von mir wegstempel. Ich habe gekleckst. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, ich mache das noch mal in schön. Ich wollte euch das nur zeigen, aber ich tue mir wirklich leichter, wenn ich es direkt bei mir liegen habe. Schauen, dass er genug Abstand hat. Und dann klappt das auch. So, dann können wir das Stempelkissen erstmal zumachen. Ich lege es zur Seite und hole mir hier meine Karte ran. Hier könnt ihr mit Flüssigkleber arbeiten oder mit der Snail, je nachdem wie ihr wollt. Richtet euch euer Papier vielleicht ein bisschen aus, wo ihr was haben möchtet. Und dann klebe ich das Ganze auch auf. Könnt ihr Fotos draufkleben, ihr könnt es lassen, ihr könnt Etiketten auskurbeln, ausstanzen und könnt Sprüche noch drauf machen. Ihr könnt natürlich das auch so lassen, jetzt gehe ich einmal nach oben. Ihr könnt es drehen und wenden, wie ihr wollt, weil das ist ja immer die gleiche Größe. So. Ich lege jetzt hier meine zugeschnittenen Felder einfach mal so wahllos auf, dass ich ungefähr weiß, wie ich es anordnen möchte, und klebe sie mir dann auf. Durch dem, dass die, wie gesagt, quadratisch sind, habt ihr immer den passenden Musterverlauf auch, weil ihr es drehen könnt, wie ihr es braucht. Und wie gesagt, man kann Fotos einkleben oder nur Text. Nutzt auf jeden Fall die Designpapieraktion, solange es noch möglich ist. Der August ist noch ein bisschen. Sichert euch eure Papiere, die ihr das ganze Jahr über so braucht oder möchtet. Es sind schöne Papiere in der Aktion dabei. Es lohnt sich also. So, dann haben wir die großen. Und ich habe ja noch 4 von den kleinen zugeschnitten. Und das werde ich jetzt hier tauschen, sonst sind die ja genau nebeneinander. Einfach mittig ausrichten, aufkleben oder einfach aufbestempeln, ist natürlich auch möglich. So, ein letztes und dann können wir das Ganze schon mal falten. Wir schließen und holen uns unser Falzbein. Die Mitte holen wir uns nach oben und knicken.
und dann ergibt sich das Ganze eigentlich von alleine. Ja, falte das ein bisschen hin und her. Ziehen nach, gucken auch, dass hier im Bestfall nichts spitzt. Alles schön nachfalzen. Haben wir das Ganze schon soweit fertig. Jetzt brauchen wir unser Band. Ich lege jetzt mir einfach mal schnell einen Acrylblock drauf. Und binde mir eine Schleife, damit ich weiß, ob mein Band reicht oder nicht. Oder ob ich einfach noch ein bisschen dazu brauche. Also ich habe es locker gebunden. Und es sieht gut aus. Das heißt, ich kann es mir hier abschneiden. Öffne und es darf nur hier vorne geklebt werden. Das bedeutet, ich brauche ein Stück Klebeband. Jetzt habe ich zu viel. Klebe es mir hier an. Und jetzt klebe ich es praktisch oben drüber noch fest. Und hier wird jetzt unser Deckblatt praktisch aufgeklebt. Ich binde es mir kurz, weil dann bleibt es auf jeden Fall zusammen. So, dann holen wir uns eine Seite hiervon, egal welche, wir haben beide bestempelt. Nehmt die, was euch besser gefällt. Und wir machen hier Kleber, weil wir dürfen ja hier in der Mitte nicht kleben, also aufpassen, nicht am Farbkarton den Kleber aufbringen, sondern wirklich auf dem Grundweiß. So. Dann richte ich mir das aus, es hat ja die gleiche Größe. Ich lege es mir schön auf, gucke, dass oben und unten bündig ist, vorne und hinten bündig ist. Ich da schnell noch ein wenig dran. Und dann streife ich mir das Ganze an. Einmal drehen. Hinten wird das Band nicht eingeklebt, sonst kann man es nämlich nicht aufstellen. Wir kleben es nur vorne ein. So, das heißt, einmal Kleber hier am Rand. Und
die Rückseite auflegen. Schließe es mir und lege es mir genauso bündig auf wie auf der Vorderseite. Oben und unten bündig. Und wenn ihr das so haltet, ist das eigentlich ganz gut. Dann seht ihr, dass hier bündig ist und oben und unten auch. Und dann können wir das Ganze anstreifen. So. Hinten rumwärts geführt. Hier kann man binden. So, und jetzt werde ich in aller Ruhe diesen Streifen nochmal neu machen, nochmal neu zuschneiden und hier auflegen. Und schon ist unsere besondere Grußkarte, unser kleines Mini-Album, je nachdem wie ihr es wollt, fertig. Es ist ruckzuckig gemacht und macht auch toll was her. Habt viel Spaß beim Nachbasteln. Zeigt mir eure Werke wie immer auf Instagram, kreativ ins Wochenende. Markiert mich mit Stempel und Co., damit ich das auch sehe. Und nutzt die tolle Designpapieraktion jetzt im August. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis bald. Tschüss.